Ja, wir reagieren heute auf ein stinknormales Video, das wirklich überall so läuft. Pepper stinkt und ertrinkt. Das sind Zweckreime. Das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Und das war übrigens gerade von mir eine Privataufnahme, wenn ich mit meiner Freundin Netflix und Chill mache. So hört sich das bei mir an, ne? Haben schon öfters die Nachbarn angerufen und die Nachbarn dachten, hier ist ein Elefant im Haus. Nee, das bin ich. Nein. Das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Das ist... Nee, mach ich nie. Mama Wutz? Ich hätte jetzt Steuerung F4 gedrückt, aber das mache ich nicht. Nee. Und das ist... Nochmal ausspucken. Das ist ein Schmackofatz. Ich mache das ja auch. Ich kaufe immer sehr, sehr teuren Whisky. Sehr, sehr teuren. Also die haben in Aldi einen Whisky für 5 Euro. Und da es ja für mich ein halbes Vermögen ist, ja, man muss ja auch irgendwie gucken, wo man bleibt, ne? Das mache ich bei anderen Lebensmitteln genauso, dass man die nochmal vorher auswirkt und dann nochmal isst, ne? Man muss irgendwie gucken, weil Lebensmittel sind doppelt so teuer geworden. Und da muss ich irgendwie gucken, dass ich ja, meinen Genuss ein bisschen halbiere, ne? Peppa Wutz. Hallo allerseits. Alter, Peppa stinkt ja mal richtig krass. Das war ich. Vielleicht sorry. Ist es Zeit, Kinderspitzen zu sehen. Oh, dürfen wir dabei helfen, ihn abzublutschen? Nein. Okay. Schorsch ist raus. Vielleicht ist es Zeit, etwas zu malen. Alle malen Bilder von sich selbst. Solche Bilder nennt man... Was für ein... Das finde ich halt jetzt auch wieder kritisch in der Serie, in der Kinderserie, weil normalerweise... Mit Essen spielt man nie und Essen sollte auch nie spielen. Das finde ich jetzt kritisch so, ne? Weil das sind Lebensmittel. So, also stellt euch mal vor, ihr habt gerade euren Braten in den Ofen und der Braten fängt an zu malen. Was soll denn das? Also da würde ich dem Braten aber was sagen, ne? Also, wenn man, also ich kenne das so, dass man selber auch nie mit Essen spielt. Aber dann hat bitte das Essen auch nicht zu spielen. Finde ich nicht gut. Gut gemacht, Baby Alexander. Es sieht aus wie ein leckerer Apfel. Ja. Selbstporträts. Baby Alexanders Bild erinnert Peppa daran, dass es Zeit fürs Mittagessen ist. Auch für Baby Alexander ist jetzt Essenszeit. Here I come. No, 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 no. Wait. Hier kommt der Zug, Alexander. Schmeckt Baby... Wenn der mal kommt, ne? Also, wenn er mal kommt. Das ist gelogen, hier kommt der Zug. Wenn das angesagt wird, kommt der Zug, da kannst du mit rechnen, okay, morgen. Alexander, in einem Monat. Parfüm. Gut, Mama. Oh, natürlich nicht. Das hätten meine Messi, Eltern Messi, mit mir Messi, lieber machen Messi, sollen, Messi, ne? Messi, immens Messi. Ja, steht doch mal alle ein bisschen auf hier. Bisschen mehr feiern. Hallo, Peppa. Willst du bei uns mitspielen? Ja, bitte. Verpiss dich. Peppa und Emily Elefant haben heute viel Spaß am Strand. Sie lieben das Wasser. Schau, Emily. Ich bin am Verbrechen. Blub, blub, blub. Ich habe eine Idee. Ich dachte jetzt gerade ohne Scheiß, ne, dass sie ein iPhone rausholt und Selfies für TikTok macht. Ich dachte, das wäre das neue iPhone. Ich kann mit meinem Rüssel atmen, weil er ist so lang. Kann ich auch, aber mit der Länge ist bei mir anders. Eher sehr kurz. Aber das kann ich auch. Indische Atemtechnik, ich war im Kloster. Oh, was ist los, Peppa? Ich wünschte, ich hätte auch so einen Rüssel.
my God. Dann könnte ich unter Wasser blasen. Die Fische. Ohne Scheiß, Window Walk Johnson denkt sich so, willst du. Ich hab sowas. Ich hab's. Komm mit mir, Peppa. Tada! Dieses Rohr trägst du in deinem Mund. Oh, damit kannst du unter. Ich würde das nimmer in den Mund stecken. Die hat das gerade von hinten rausgeholt. Also ich weiß ja nicht, du. Wasser. Wo das Rohr schon drin war. Wie Emily. Genau wie Emily. Schön. Wenn jemand mich fragt, mal mal dein Leben in einer Melodie, dann habe ich das Lied gefunden. Dann würde ich einfach Copy and Paste machen. Dann habe ich das Lied gefunden, das brauche ich gar nicht mehr schreiben, es existiert schon. Nee, also wie schon gesagt, meine Eltern wollten, die hätten damals auch schlucken sollen, ne? Wollten die ja zuerst machen. Aber ich kam ein bisschen sehr schnell. Und ich hoffe, euch hat's gefallen. Guckt unbedingt das Originalvideo an. Lasst Liebe da, lasst Kommentare da, lasst Watchhand da und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut rein und tschüss.